Ja, in diesem Zusammenhang möchte ich nochmal alle Webinar-Teilnehmer des heutigen Tages begrüßen zum Devisenradar-Webinar jetzt mit kleiner neuer Präsenz in Form meines, in Anführungszeichen, Partner-Brokers, mehr oder weniger. Bin dort ja hier bei JFD Brokers als Head of Research tätig und freue mich deshalb, dass wir hier eine Kooperation haben, die sich hier natürlich mit Godmode Trader verbandelt. Und von daher werden wir praktisch jetzt hier, wie Sie es vielleicht heute schon mitbekommen haben, zukünftig nicht nur das Devisenradar-Webinar, sondern auch die Godmode TV-Sendung, das Devisenradar, unter dem Mantel von JFD stellen. Und das ist auch gut so. Und wir werden dahingehend auch noch mehr Frequenz erhöhen, wie ich das im letzten Jahr schon angekündigt habe. Freue mich jetzt erstmal an dieser Stelle, Sie begrüßen zu dürfen. Der Raum füllt sich weiter. An dieser Stelle für alle, die jetzt noch dazustoßen, ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr natürlich. Dafür ist es nie zu spät. Das Jahr hat schon mal gut begonnen in Sachen Volatilität. Ich hoffe, es geht in der Richtung weiter. Bin da auch relativ zuversichtlich, dass wir, wie gesagt, da in die nächsten Areas vorstoßen werden. Und das soll Ihnen auch nicht als Nachteil dienen, hier praktisch beim Webinar zu sein, sondern vielmehr als Vorteil, denn wie schon angesprochen, werden wir auch Webinare in einer Kurzausstrahlung mit Livestreaming Trading Ideen verbinden auf dem JFD Desk, der unter Umständen heute Nachmittag oder aber spätestens innerhalb der nächsten Tage online gehen wird. Es sind nur einige technische Probleme zu justieren. Jetzt letztlich Sachstand der, dass wir da in Bälde durchstarten und ich hoffe, Ihnen da auch einen Mehrwert liefern können. Heute wird sich grundsätzlich an der Devisenradar-Sendung vom Ablauf her nicht wesentlich etwas verändern. Das heißt, wir werden hier nach wie vor im Sinne der Namensgebung Devisen unter die Lupe nehmen, verschiedene Pairs beleuchten, Ihre Anregungen auch natürlich umsetzen. Also insofern, dass wenn Sie Wünsche haben über ein Währungspaar, von einem Währungspaar, welches wir hier begutachten können, dann nur zu. Wir werden das auf jeden Fall hier natürlich engmaschig unter die Lupe nehmen. Ansonsten spule ich hier das Standardprogramm in Anführungszeichen ab. Standard ist nämlich natürlich nichts an den Märkten. Man muss sich hier immer wieder neu finden und auch hier die Märkte natürlich neu bewerten. Was der ein oder andere in meinem Stream vielleicht gesehen hat, schon im eigenen Stream, hier praktisch auch die Indizes, die ich jetzt gerade im Sinne von JFD und der Multi-Asset Chance sozusagen auch natürlich hier noch mehr in den Fokus nehme, dann aber jedoch natürlich auch speziell im JFD Desk. Das heißt, so mein Stream wird weitergeführt, aber auch der JFD Desk wird hier Gimmicks liefern. Da gab es auch gestern schon ein Bild, da will ich Ihnen auch gleich mal zeigen, wie wir da in Zukunft praktisch auch abfahren werden in Form des Marktscreenings, welches wir praktisch dann hier begehen werden. So, gehen wir mal kurz rein. Nehmen uns mal hier die Radarlist vor. Da erzähle ich Ihnen kurz was, wie ich das denn hier im Prinzip täglich mache. Also wir werden jetzt hier noch eine engere Verknüpfung finden zu dem, was ich im Prinzip täglich tue. Da ich jetzt, wie gesagt, auch brokertechnisch da bin, wo ich hingehöre in Sachen Darstellung, gibt es im Prinzip ja keine Missverständnisse, gerade im Bereich der Ausführung und dergleichen. Das A und O. Jetzt sehen Sie hier praktisch mal den Screening Desk, wie ich ihn mir praktisch in der Früh anschaue. Zunächst im M5, dann aber natürlich aufbauend im M15, um auch hier die größere Zeitebene einzufangen. Und da sehen Sie die bekannten Top Pairs. Ein bisschen größer. Die bekannten Top Pairs, die ich sozusagen im Fokus habe. Als da wären eben hier ganz klar die Major Pairs, die in US-Dollar gelisteten Währungspaare, aber natürlich auch dann hier der ein oder andere Exot, Australdollar, Yen, British Pfund, Schweizer Franken oder um auch hier den Schweizer Franken, Yen nicht zu vergessen. Wir werden nach für nach das Ganze in den kommenden Wochen weiter aufrollen. Ich selbst, wie gesagt, habe da auch noch ein kleines Unterstützung ja immer, und das werden Sie auch kennen von den früheren Webinaren, da ich ja gern halbautomatisiert handle. Also ich nutze im Handel durchaus den
gewissen Automatismus in Sachen Signalgenerierung. Das werde ich Ihnen in den kommenden Webinaren auch erläutern. Da wird es dann auch vielleicht eine oder nicht vielleicht sogar mit Gewissheit ein gewisses Einführungsvideo geben, denn JFD wird nicht nur auf dem JFD Guidance Desk präsent sein, sondern wir werden auch einen YouTube-Channel da haben. Das heißt, wir werden hier dahingehend noch mehr Transparenz in Sachen Darstellung der Tätigkeiten von mir, Darstellung von JFD und dergleichen führen. Insofern immer mal wieder rumschauen. Heute soll es aber, wie gesagt, auch primär um die Märkte natürlich gehen. Und wir sehen, auch wie heute Morgen schon beim Devisenradar angesprochen, ich gehe mal kurz erstmal hier rein in die Intraday-Beschau. Wir sehen im M5 ganz klar den Rainbow hier auf dem Weg gen Süden. Im M15 genau das gleiche, im H1 ein selbes Bild. Das sind natürlich ideale Konstellationen, um hier das Rainbow Trading zu favorisieren. Ich lese gerade im Stream, erstmal danke an dieser Stelle für das zahlreiche Feedback in Sachen gesundes und erfolgreiches neues Jahr. Das wollen wir doch alle hoffentlich auch angehen und beibehalten. Danke an dieser Stelle. Frage auch nochmal, wo findet man die EMAs bezüglich des Rainbow Trading? Ist also im Prinzip, kann man die sich ja selber basteln. Ich selbst habe sie von Darley Guppy gezogen, also der Guppy Trader, der australische Trader, der sich hier im fernöstlichen Bereich herumtreibt und sehr bekannt ist für für seine multiplen gleitenden Durchschnitte. Auch hier genügt im Prinzip eine E-Mail an den Kundenservice at JFD Brokers. Diese leiten die E-Mail dann weiter an mich und dann kann ich Ihnen gerne den Rainbow zuschicken. Ich hatte auch im letzten Jahr ein Seminar in Sachen Rainbow Trading, das Rainbow Trading als solches. Wie man da rangeht, das werden wir auch in diesem Jahr weiter fokussieren. Das wird es auch bei JFD natürlich geben. Das heißt, wir werden Ihnen darstellen, wie man den Rainbow traden kann, beziehungsweise wie man diesen nutzt. Lars Gottwig, weil ich es gelesen habe, der Management Director von JFD Brokers, wird sicherlich auch hin und wieder mal zur Verfügung stehen für ein Webinar. Da Lars bekanntermaßen den Rainbow ja groß gemacht hat in Deutschland. Er hat ihn selber nicht erfunden, das ist auch kein Geheimnis. Das ist auch gar nicht notwendig, sondern er hat den vielmehr entdeckt und auch hier Deutschland zugänglich gemacht. Ich selbst arbeite auch schon seit vielen Jahren mit gleitendem Durchschnitt und habe früher das Ganze unter dem Deckmantel multiple gleitende Durchschnitte gehandhabt. Jetzt oder im Zuge der letzten Jahre hat mir die Rainbow-Idee auch vor dem Hintergrund der Gangart der Farben durchaus die Erleuchtung gebracht, dass ich hier auch eben den Rainbow anwende. Und der eine oder andere wird es vielleicht schon gesehen haben, der Rainbow sieht leicht anders aus als im letzten Jahr noch. Ja, Änderung tut Not. Also ich habe praktisch hier oben die Rainbow-Farben und hier das graue Segment. Das ist eine farbliche Unterscheidung, die ich mir hier praktisch erbaut habe, um den Rainbow und die Trading-Sequenzen praktisch noch besser darzustellen. Das wird, wie gesagt, im Detail in Zukunft noch besprochen werden. Heute, wie gesagt, bislang habe ich rein technisch gesehen schon das ein oder andere Signal bekommen, will es aber heute noch ruhig halten, da, wie Sie ja schon mitbekommen haben, der JFD Desk in der Anbindung steht. Hier gibt es noch einiges zu prüfen, gerade vor dem Hintergrund vor der Generierung von Livestreams. Also die Idee wird folgendermaßen sein, dass wir im Desk dann praktisch eine gewisse Ankündigung fahren und ich dann zum Beispiel hier das Währungspaar Euro US-Dollar hochlade und dann hier Viva Live-Übertragung den M5 Ihnen zeige, um dann hier den Weg in Richtung, was kann man tun, welche Aktivitäten kann man machen und was empfehle ich Ihnen hier zu gehen. Das wären dann praktisch eine Art Kurzgimmick-Videos, die wir hin und wieder einstreuen, um auch in Marktnähe natürlich zu zeigen, wenn wir hier, wie wir jetzt aktuell den Rainbow dargestellt sehen, auf ein mögliches Signal warten, dann wäre es hier an der Zeit, wenn wir den Rainbow im M5 jetzt betrachten, vor dem Hintergrund, wie wir es uns gerade beim Euro-US-Dollar in den übergeordneten Timeframes angeschaut haben. Da gehe ich jetzt mal hier direkt in das Euro-US-Dollar-Training rein, das macht es sogar noch besser. Dann sehen Sie hier rechts praktisch die größeren Zeitfenster, die größeren Zeitebenen und hier links den 1-Minuten-Chart. Jetzt gehen wir mal ein bisschen in die aggressivere Variante. Und wenn es denn hier die Möglichkeit gibt, dann Setups eben anzugehen, dann startet man hier im Sinne des Multi-Timeframes folgendermaßen durch, dass wenn es hier eine neue rote Candle geben würde, jetzt wo bemerkt M1 sehr aggressiv, wäre die Idee hier unter Umständen einen Short zu starten. Warum? Das will ich Ihnen auch sagen. Zunächst wissen wir, dass in den höheren Timeframes unabhängig M15, M5, H1 und jetzt hier runtergebrochen auf den M1 das grundsätzliche Momentum negativ ist. Der klassische Markttechniker sieht auch hier,
Tiefpunkt, Hochpunkt, Tiefpunkt. Aha, neues Tief, tieferes Hoch, tieferes Tief. Und hier möglicherweise jetzt der Ausbau eines tieferen neuen Hochpunkts. Also das heißt, wenn wir hier dieses M15-Tief nicht überbieten, beziehungsweise diese M15 hoch vielmehr, 1,1876, 2 rund, 1,78 rund, 1,18, Moment, 1,1876 rund. Jetzt haben wir es hier. Dann ist das Setup dahingehend gegeben, dass wir hier durchaus einen neuerlichen Abwärtsswing starten könnten. Sie sehen auch hier diese Kerzen. Auch da werde ich in kommender Zeit darauf eingehen. Das sind MACD-Candles. Diese haben so mehr oder weniger den Heike-Naschi-Kerzen, die ich nach wie vor auch präferiere und nutze. Aber gerade im praktischen Trading haben die so ein bisschen den Heike-Naschi-Kerzen den Rang abgelaufen. Da ich hier den Mehrwert der Kerzen im Sinne der Individualisierung der Einstellung noch besser nutzen kann als bei den Heike-Naschi-Kerzen. Also Sie sehen auch hier, die MACD-Candles haben natürlich einen Trendfolgecharakter, aber man sieht hier sehr schön von der Färbung der Kerzen eine mögliche Wiederaufnahme einer Trendbewegung. Und wenn wir jetzt den M1 uns mal betrachten, vor dem Hintergrund, dass die höheren Zeitebenen alle bärisch sind, dann wäre es an der Zeit, entweder ein neues Low zu verkaufen, also unterhalb von 1,1848, die Daily Range, Sie sehen es, wir sind 49 Pips bislang gelaufen, haben hier im Schnitt knapp 85, 90 Pips Potenzial. Das heißt, wenn wir ein neues Tagestief machen, dann haben wir gute Chancen, nicht nur das gestrige Low bei 1,1840 rauszunehmen, sondern auch noch ein Stück weit tiefer zu fallen. Also wenn wir jetzt mal hier knapp vom heutigen Tagestief ausgehend, da muss ich sogar noch ein wesentliches Stück weiter runtergehen, da sind wir am Supportpunkt 2. Moment, wir gehen nochmal hier drauf. Wenn wir ein neues Tagestief machen, dann stehen die Chancen sehr gut, dass wir im Prinzip hier die Region von 1,1810 anlaufen. Also hier 1,1810, 1,1820. Eine durchaus relevante Marke, die es hier unter Umständen anzuvisieren gilt. Jetzt mal aufpassen, also mir würde das ab hier dahingehend gefallen, wenn wir ein neues Low machen. Ja, MACD-Candles. Das sind MACD-Candles, weil ich die Frage gerade lese. Moving Average Convergence and Divergence Candles. Also hier die Candles, die Kerzen nach dem MACD, nach dem klassischen. Ich muss mal gucken, ob ich den überhaupt hier drin habe, den klassischen MACD. Ja. Sekunde. So. Nach diesem klassischen MACD sind diese Candles aufgebaut. Und die Färbung geht einerseits danach, dass der Preis, beziehungsweise der Preis, der die Signallinie, die Nulllinie überschreitet, unterschreitet oder ob Signal- und Triggerlinie sich kreuzen. So bauen sich die Farben zusammen. Das ist eine sehr, sehr schöne Art, eine Kerzenformation, die ich, wie gesagt, unlängst im vergangenen Jahr von einem jungen Trader aus Österreich in Erfahrung gebracht habe. Man lernt ja nie aus. Mir waren die selbst bis dato auch nicht bekannt. Das ist ähnlich wie im Jahr 2009, wo ich die Heike-Naschi-Kerzen kennengelernt habe. Man muss sich immer mal wieder auch natürlich den Kopf waschen dahingehend, dass man sie hier nicht festgefahren auf alten Faden wandern darf. Sondern man muss natürlich auch immer mal schauen, was es Neues gibt. Und die MACD-Candles sind bei weitem nicht das Neueste, aber sie sind eine Funktion, gerade für Trendfolgetrader, die man hier im Chart durchaus anwenden kann, ohne hier unten noch den MACD mitlaufen zu lassen. Man hat hier sozusagen in den Kerzen selbst den MACD-Indikator integriert. Wie genau der Aufbau funktioniert, das werde ich in einem zukünftigen Webinar mal erläutern. Jetzt wollen wir gerade mal auf die aktuelle Situation beim Euro eingehen. Wir sehen, hier hat sich eine Erholungsbewegung etabliert im M1. Es gab sogar den Anschein, dass es hier noch mehr wird. Sie sehen es an dieser weißen Candle. Jetzt trübt sich das Bild schon wieder ein bisschen ein und jetzt ist es schon fast an der Zeit, dass sich hier die roten Candles aufbauen. Die roten wären hier die bärischen Kerzen und nach klassischer Markttechnikstruktur, wie wir sie hier sehen, müsste das nächste Tief fallen. Beziehungsweise hier der M15 Support, das ist hier diese gestrichelte Linie. Das ist das 15-Minuten-Tief müsste jetzt nach unten durchbrochen werden in Kürze. Also das Trendmomentum spricht dafür. Wir haben hier, wie gesagt, den M5 klar bärisch negativ. Hier haben wir übrigens die Heike-Naschi-Kerzen nach dem Smoothed, nach der geglätteten Methode, also Heike-Naschi nochmal geglättet drin. Lassen Sie sich dadurch nicht verwirren, das ist im Prinzip nochmal eine Definition, die auch wieder mit ganz kurzem Blick auf dem Chart, zum einen Rainbow negativ, wunderbar, zum einen Candles rot, zeigt Ihnen einfach nur, jawohl,
in den höheren Timeframes sind wir ganz klar in einer bärischen Bewegung. Und wenn jetzt die Erholung im M1, die wir hier sehen gerade, wenn die jetzt hier nach unten aufgelöst wird, dann spricht viel dafür, dass Euro-US-Dollar neue Tiefs macht. Ja, das sieht gut aus. Lass mal hier hochgehen. Mal abwarten, was er da jetzt letztlich tut. Die einzigste Bange an der aktuellen Situation ist die, dass wir uns jetzt hier der 12-Uhr-Phase nähern. Nicht nennen, sondern nähern. Das soll heißen, man hat natürlich jetzt die Mittagspause im Rücken. Also wir haben Volatilität am Morgen gesehen. Gehen wir mal kurz in den M5, um das mal hier darzustellen. Hier übrigens die Asia-Session eingekästelt. Wir haben heute Morgen, wie gesagt, hier die Wolle gesehen. Nach den positiven Daten der Einzelhandelsumsätze bewegte sich Euro-US-Dollar dann aber trendfolgend wunderschön weiter gen Süden. Und ja, es deutet vieles darauf hin, dass wir neue Tagestiefs machen. Das war auch im Prinzip die Information oder auch das Statement des Devisenradars, welche Sie hoffentlich heute schon mal geschaut haben. Wir haben hier, Moment, jetzt müssen wir mal gucken, kurz mal darauf. Genau, Jeff, die Devisenradar heute hier im Multi-Time-Frame-Modus. Auch vor dem Hintergrund bringe ich gleich mal als Ergänzung vielleicht direkt mit rein, dass wir mit viele Fenster offen, dass wir hier neben einem ja, schwachen Wochentag beim Euro-US-Dollar, Sie sehen es, kurze Frage dahingehend, wer von Ihnen hat das Devisenradar heute gesehen bzw. war dabei? Da vielleicht auch mal kurzes Feedback. So, Euro-US-Dollar macht sich auf in Richtung neuer Tagestiefs. Das sieht ganz gut aus. 5, 6, 8. So, sollte halt jetzt tunlichst durchbrechen. Gut, der eine oder andere hat es nicht gesehen. Ist aber auch nicht dramatisch. Wie gesagt, jeden Tag 9.30 Uhr. Da wurde Euro-US-Dollar besprochen. Vor dem Hintergrund heute ganz negativer Tag. 38% positiver Schlusspreise ist erbärmlich. Rein statistisch gesehen also heute definitiv ein Short Day. Und saisonal, gut, mit Blick auf die nächsten 20 Tage haben wir hier zunächst eine leichte Erholungstendenz, aber auch mit Blick auf die nächsten 20 Handelstage eben dann doch die Tendenz für weiter fallende Preise. Also es sieht um den Euro wahrlich nicht gut aus. Und jetzt warten wir mal ab, was er macht. Passiert mal gerade nicht viel, aber neue Tiefs sind, wie gesagt, sehr, sehr wahrscheinlich. Neue Tiefs sind anzunehmen. Und jetzt werde ich mal switchen. Auf den Analyse-Test. Wer von Ihnen das Radar heute nicht gesehen hat und das noch sehen möchte, in Zukunft gibt es das Radar jederzeit anzuklicken auf dem JFD-Desk, ganz klar. Aber auch als Godmore-Trader-Anhänger, als Godmore-Trader-Verfolger können Sie das Ganze natürlich auch hier in der Devisen-Box abrufen, beziehungsweise dann auch hier oben unter Videos natürlich jederzeit nochmal anschauen und dann hier das Devisenradar im Nachgang besprechen. Gut, Euro-US-Dollar hier nochmal in der Guidance Desktop Perspektive. Auch das hatten wir eben heute im Radar dargestellt. Kritisch dahingehend, und will ich mich auch gleich dem nächsten Währungsport zuwenden, dass wenn Sie hier den Big Picture Chart sehen, auch das können Sie im Devisenradar nochmal nachlesen, beziehungsweise sich im Nachgang nochmal anschauen, ist eben hier das Niveau von 1,1877, was wir hier aktuell ja durchbrechen. Es wird gespannt sein, wie der Freitag ausgehen wird. Sie wissen, am Freitag haben wir die Non-Farm Payrolls zu erwarten. Wir klicken mal drauf, was wir am Freitag noch für Termine haben. Aber der wichtigste Termin wohl der, der uns immer entgegensteht am Freitag, nämlich hier die Arbeitslosenquote. Ja, der Arbeitsmarktbericht generell. Das sind auch die durchschnittlichen Stundenlöhne, neu geschaffene Stellen und eben die Arbeitslosenquote ein großes Thema. Und das ist im Prinzip die Primetime für den Euro-US-Dollar. Und da dürfte sich hier ganz klar auch der Markt orientieren dahingehend, ob der Euro-US-Dollar die Marke von 1,1877 per Weekly Close unterschreitet oder nicht. Ich mache da jetzt hier nochmal direkt die Unterstützung hin. Also Metatrader nutze ich natürlich gern für die Trading
Aktivitäten, hingegen der Guidance Desk hier das klassische Chart-Tool ist. Eine mittelfristige Verknüpfung will ich nicht ausschließen. Also Guidance hat hier noch wesentlich mehr in petto als hier nur reines Charting. Aber wir sehen jetzt mal hier klassisch hervorgehoben diese Unterstützungslinie, welche ich eben auch hier im Radar darstellte. Und ja, da wird deutlich, auf welchem Faden sich der US-Dollar hier bewegt. Und wenn wir hier ein Close drunter machen, unter 1,1877 per Weekly, dann ist es anzunehmen, dass der Markt dann doch hier Niveaus um 1, jetzt müssen wir hier an das tiefere Level gehen, 1,16, hier diese Lows ansteuert. Das wären dann hier die Tiefs aus 2005. Und wenn wir noch ein Stück weit tiefer gehen, hier 1,10. Also es sieht wahrlich nicht gut aus. Euro-US-Dollar jetzt justamente mit neuem Tagestief, sehe ich gerade. Schalten wir uns mal kurz auf. So soll es sein. Habe jetzt hier keinen Trade gestartet, da ich auf einer Partnerplattform bei meinem Desk, ich zeige Ihnen kurz mal meine Arbeitsstation. Ich hatte neulich ein Webinar, wo ich das dargestellt habe. Also es läuft parallel eine Trading Station und die will ich Ihnen jetzt mal nicht vorenthalten, wenn ich sie finde. Damit Sie auch mal sehen, vor welchem Hintergrund Workstation. Mal kurz schauen, ob ich das habe. Gerade ausgeführt worden ist. Also Euro ist der, tut genau das, was er tut. Ich bin gerade ausgestoppt worden im Take Profit, also im Gewinnziel. Und da ist es ähnlich passiert wie gestern. Ich habe mit dem falschen Auge auf die Trading Desk geschaut und habe das Take Profit jetzt leider nicht nach unten angepasst, obwohl ich ja schon seit 10 Minuten darüber spreche, dass wir mit großer Sicherheit neue Tiefs machen werden beim Euro-US-Dollar. Jetzt sind wir hier in Richtung Yesterday Low unterwegs. Das sieht ganz gut aus, dass wir auch das jetzt testen und möglicherweise unterschreiten. Das muss man jetzt erstmal abwarten, wie sich Euro-US-Dollar genau in diesem Bereich verhält. In jedem Fall eine interessante Situation. So, jetzt gucken wir mal. Bilder habe ich das doch wahrscheinlich hier drin. Sekunde. Yes, bisschen. Sehen Sie mal kurz, was Sie hier zu tun haben. Das ist praktisch mein Homeoffice. Sieht vielleicht jetzt ein bisschen wüst auf den ersten Blick aus, aber mit dieser Station bin ich gerade mit Ihnen aktiv. Mit diesem Test und das hier ist praktisch meine Trading Station, wo hier praktisch dann parallel einerseits natürlich gearbeitet wird auf der rechten Seite und links der Markt gescannt, gescreent und getradet wird. Man muss keine vier Bildschirme haben, um Gottes Willen, das geht auch mit zweien. Im Prinzip ist es ein gewisser Komfort, den ich hier habe, da ich nicht immer den Bildschirm wechseln muss und auch natürlich mehrere Bildschirme beziehungsweise auf mehreren Bildschirmen auch mehrere MetaTrader laufen habe, hängt mit dem Systemen zusammen, die ich da praktisch zum Marktscreening nutze. Und das im Prinzip hier mal ein Blick ins Homeoffice meinerseits. Die Aufnahme ist schon ein bisschen älter, aber nichtsdestotrotz auch mal für Sie ein kleiner Einblick mit, was ich denn so arbeite. Die Trading Station selbst läuft sehr reduziert in Sachen Software. Also hier sind wirklich nur MetaTrader, Chartanalyse, Tools und entsprechende Sicherheitssysteme drauf und ansonsten ist der Rechner frei, weil ich hier natürlich eine gewisse Stabilität sehen will, ohne gewisse Blockmaßnahmen. Und hier der rechte, das ist auch so eine Station, wo auch dann im Background auch der ein oder andere MetaTrader läuft, aber primär hier redaktionelle Tätigkeiten durchgeführt werden, weil neben dem, dass ich jetzt auch natürlich für Sie jetzt aktuell das Webinar halte und mache, ist es natürlich so, dass man an vielen Zeitpunkten des Tages einfach nur wartet. Ja, wartet auf Signale, wartet auf interessante Setups. Euro-US-Dollar jetzt hier mit neuem Tief. Jetzt sieht es gut aus, dass wir hier am Yesterday Low uns möglicherweise erst nochmal nach oben bewegen, aber grundsätzlich das Setup ganz klar weiter short in Richtung neuer Tagestiefs. Aber man wartet halt häufig und ich habe jetzt hier die hervorragende Möglichkeit, mein Hobby mit dem Beruf zu verbinden. Das heißt, wenn ich natürlich nicht handle, trade und analysiere, dann schreibe ich darüber. Und das ist genau das, was ich hier schon Tag ein, Tag aus mache und was das Leben ganz angenehm gestaltet. Dass wir jetzt natürlich hier auch noch die Live-Screening-Tendenzen nach oben heben, also hier praktisch noch Live-Trading-TV machen wollen und noch zusätzlich
Live-Trading-Webinare. Auch das hatte ich im letzten Jahr schon angekündigt. Täglich 12.30 Uhr ist es angedacht, so eine Art Kurz-Mittags-Webinar, Zeitraum 20 bis 30 Minuten abzufahren, um dann Ihnen auch einen Einblick in mögliche Chancen des Nachmittags, des anstehenden Nachmittags zu geben oder aber auch natürlich, um das Devisenradar vom Vormittag auszuwerten. Wie gesagt, wir werden da ein bisschen trading-affiner werden, um das alles noch ein bisschen interessanter zu gestalten. Dennoch, der Blick auf Daily Charts bleibt nicht uninteressant, sollte man ja ohnehin immer wieder auch in Erwägung ziehen. Aber Intraday ist für mich hier der klare Fokus. Ich habe schon seit längerem keine Trades mehr über Nacht gehabt. Also ich bin dann meistens flat am Feierabend und widme mich dann mit neuer Kraft dem neuen Tag. So, Euro-US-Dollar, wie gesagt, macht hier im Prinzip keine Anstalten, signifikant nach oben zu drehen. Das bärische Setup bleibt. Und hier wollen wir doch jetzt mal sehen, was noch passiert. Ich gehe mal kurz die Fragen durch. Es sind viele gekommen und Sie können, wie gesagt, das ein oder andere Währungspaar, was wir uns noch anschauen wollen, auch in den Chat werfen. Entweder Intraday, dann schreiben Sie vielleicht Intraday dazu oder eben dann auf Tagesbasis, dass wir einfach mal schauen, was machen die nächsten Tage, vielleicht auch Wochen. Jetzt muss ich mal ein Stück mal scrollen, weil der Chat ist doch schon recht voll geworden. Das ist grundsätzlich sehr gut. Okay, wir haben hier andererseits EMAS, wie gesagt, da schreiben Sie einfach eine E-Mail an den Kundenservice, oder besser gesagt an den Support at jfdbrokers.de, die leiten das dann weiter, dann kann ich Ihnen die EMAS zuschicken, die Rainbow EMAS. Genau das gleiche bei Heike Naschi. Klassisch sind die Heike Naschi-Kerzen nicht hinterlegt. Also hier, wenn Sie praktisch im MetaTrader auf Indikatoren gehen, dann haben Sie hier die klassischen Indikatoren, ja, und dann haben Sie hier aber zugefügte Indikatoren, also zusätzliche, ja. Also das ist, da findet dann hier keine Grenzen, was man da alles noch einfügen kann. Beim MetaTrader gibt es weit über 1000 Indikatoren. Viel macht natürlich nicht immer viel Sinn, also da auch, wie gesagt, besser reduziert agieren. Aber diese Indikatoren müssen sich praktisch nachträglich hochladen. Auch dazu können wir gerne mal so eine Art Education, Ausbildungseinführungsseminar machen. Gar kein Problem. Nehme ich gern mal mit auf. Ansonsten der MACDs, Candles auch hier. E-Mail an den Kunden, an den Support von JFD oder an den Kundenservice von Börse Go. Dann werde ich Ihnen hier in jedem Falle was zusenden lassen. Jetzt kann man auch schon die ersten anfangen. Gott, Material, eigene Zukunft. Ich sehe gerade hier von Rock'n'Roll, Rocket. Interessante E-Mail-Adresse an dieser Stelle. Die Frage, die lese ich gerade mal vor, ist die, ob geplant ist, zukünftige Wettbewerbe in Sachen Trade Champion zu machen. In jedem Falle ist das eine sehr, sehr interessante Sache. Gerade vor dem Hintergrund, der ein oder andere wird es vielleicht noch nicht gesehen haben, aber hier, wir gehen mal auf den Guidance-Überblick. André Rhein von Godmode Trader tritt ja hier gegen Bürger Schäfermeier und Philipp Schröder an, um den 1 Million Dollar Trader, den Stream rufen wir uns gleich mal aufzurufen. Das ist auch übrigens eine Idee, die wir sicherlich bei Godmode, nicht nur bei Godmode Trader weiterverfolgen werden, sondern auch bei JFD. Lassen Sie sich da mal überraschen. Aber hier haben wir den Trade Champion, den Trade Champion Desk, um sich zu informieren. Und jetzt will ich mal kurz die Seite aufrufen. Und dann haben wir es im Prinzip auch schon gleich. Aber das ist definitiv etwas, was neben dem Social Trading, was ja auch ein großes Thema ist, beziehungsweise immer mehr Themen einnimmt, auf der Agenda stehen wird. Und hier sehen wir die Trader. Hier ist André Rhein von Godmode Trader, hier Philipp Schröder und Bürger Schäfermeier. Und die starten alle mit 100.000 Euro Real-Accounts. Und das Ziel ist hier, bis zum Ende des Jahres eine Verzehnfachung herbeizuführen und 1 Million Euro zu erreichen. Der Gewinner dieses Trading-Wettbewerbs erhält dieses Geld dann auch. Und das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Sache. Es sind aber auch andere Ideen möglich, wie man sowas umsetzen kann. Also neben dem Trading, dass man dann auch, sage ich mal, Zugänge zu größerem Kapital schafft und dergleichen, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Idee. Aber die Frage von Rock'n'Roll, wenn mehrere Trader von Godmode gegeneinander antreten, kann man durchaus mal in Erwägung ziehen. Man darf allerdings natürlich nicht vergessen, dass es neben den Tatsachen,
eines Trade-Wettbewerbs und der Realität immer viele Unterscheidungen gibt. Einerseits ist es ja so, dass wenn man vom Traden leben will, ohnehin eine sehr, sehr große Accountgröße braucht, um da auch mit der gewissen Gelassenheit ranzugehen. Andererseits ist es natürlich auch so, dass es immer wieder auch Drawdown-Phasen gibt und auch die besten Trader haben schon Verlustjahre gehabt. Das heißt, wenn man so einen Signaldienst jetzt aufmacht und mehrere Trader gegeneinander antreten lässt, dann kann es durchaus sein, dass der eine oder andere Trader, trotz dessen, dass er prinzipiell ein erfolgreicher Trader ist, eine schlechte Phase erwischt. Und insofern sind Trading-Wettbewerbe immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Dieser jetzt mit Echtgeld und über ein Jahr gesteckt, ist allerdings schon eine besondere Hausnummer. Die meisten Trading-Wettbewerbe, die ja einen Zeitraum von 4 bis 12 Wochen in der Regel haben und dann meistens auch mit Demokonten praktiziert werden, haben einen starken Realitätsverlust. Ja, weil einerseits wird da eben viel, viel gezockt. Das hat nichts mit seriösem und anständigem Trading zu tun, wo es ja in erster Linie darum geht, ihr Kapital zu erhalten. Ja, und auch bei dem Trade Champion Wettbewerb ist es natürlich ambitioniert, sein Kapital zu verzehnfachen. Das kann man mit solidem Risk und Money Management und auch unter der Berücksichtigung, dass man hier sein Konto nicht an die Wand fahren will, teilweise schwerlich erreichen. Man muss hier definitiv aufpassen, dass man sich da nicht in die Spekulationsfalle begibt, in die sich ja bekanntermaßen deutlich über 80 bis 90% der Kleinanleger bewegen. Ja, es geht nämlich darum, eben immer das schnelle Geld zu verdienen und hier auf die Rendite zu schielen. Doch ist das ja eben gar nicht der eigentliche Hintergrund. Doch wenn, denn es geht natürlich darum, Geld zu verdienen, aber nicht in erster Linie sein Konto innerhalb von einem Monat zu verdoppeln oder zu verdreifachen. Vielmehr geht es darum, beständig und wie es so schön heißt, nach der Markttechnik auch in duplizierbarer Art und Weise Trades abzuspulen, die einen eine geglättete Kapitalkurve liefern und eben auch eine gewisse Stabilität bei seinen Trade-Einnahmen. Es wird aber auch immer wieder Drawdown-Phasen geben, das lässt sich nicht vermeiden. Das ist den Märkten geschuldet. Nichtsdestotrotz, Trading-Wettbewerber, gerade ein solcher, wie wir ihn aktuell bei dem Trade Champion sehen, hat schon ein gewisses Interesse, einen gewissen Charme, das muss man ganz klar sagen. Also das ist über ein Jahr gesteckt mit 100.000 Echtgeld, egal ob das jetzt 1 Million wird oder nicht, ist das doch schon eine sehr, sehr interessante Herangehensweise und wird sicherlich auch den Contest, die Contest-Ideen, die bisher in Deutschland so schwelgten, neu erfinden. Auf jeden Fall eine hochinteressante Sache. Euro-US-Dollar aber, neue Tiefs wurden präferiert. Es reichte nicht ganz, das gestrige Tief hier zu unterschreiten. Wir gehen mal kurz in den Minutenchart. Da sehen wir, dass wir aktuell schon wieder einen korrektiven Erholungsimpuls fahren, aber auch hier wieder tieferes Tief, tieferes Hoch, tieferes Tief, tieferes Hoch, tieferes Tief. Und jetzt, ja, nach allem Riesen, Anführungszeichen, sollten wir nicht über das Hoch dieser Kerze hier rausgehen, dieser Kerze von 11:45 Uhr. Wir müssen hier 1 Stunde draufrechnen auf die Surferzeit. Und jetzt sehen wir hier schon wieder den Erholungsimpuls, welcher sich aktuell schon wieder erschöpfen könnte. Dann sollte es im Nachgang zu einem neuen Tagestief mitsamt Bruch des gestrigen Tiefs kommen können. Gut, wir werden das mal mit einem Auge beobachten. Jetzt gehe ich erstmal auf die gewünschten Charts ein, beziehungsweise auf die Währungspaare, die wir uns jetzt einfach mal anschauen wollen. Wir haben hier zum einen Pfund gegenüber US-Dollar, Pfund Yen haben wir auch. US-Dollar Cut, also einiges, um jetzt praktisch noch die restliche Reise des Webinars friedvoll zu Ende zu bringen. Ich werde das jetzt mal hier dann anhand des JFD-Desks allerdings vollziehen, beziehungsweise des Guidance-Desks, da ich hier besseres Charting betreiben kann. Ja? So, jetzt muss ich das mal hier wegmachen. So. Den nehmen wir mal kurz auf die Speicherung. Wie gesagt, Charting-Tool hervorragend. Lass das mal kurz abspeichern. Hat leider heute mit dem Automatismus wohl nicht zurecht geklappt, sehe ich gerade. Sehe auch hier gar keinen Weekly-Chart. Den machen wir jetzt einfach draus. So, Tag gesetzt. Und da haben wir das. Gut, also hier unten nochmal die
Top 15. Das sind auch die Währungspaare, die ich im Prinzip intraday, also Gold ist für mich mehr oder weniger auch eine Währung, das mal am Rande. Ja, also Gold ist ja die älteste Währung in Anführungszeichen, die es gibt. Pfund Sterling ist ja hier seit dem 12. Jahrhundert, also das britische Pfund als solches, seit dem 12. Jahrhundert bekannt, aber Gold wurde natürlich schon hier zur Antike, zur christlichen Abendzeit genutzt und auch als Tauschgut verwendet. Und deswegen nutze ich Gold auch gern im Intraday-Check und auch als handelbares Underlying. Auch das werden wir, wie gesagt, in Zukunft sicherlich bei JFD das ein oder andere Mal live durchführen, sprich eine Position auf Gold eröffnen und uns mal anschauen, was denn der Markt hier macht. Der JFD-Desk selber, wenn er denn online geht, ich werde es hier ankündigen in meinem Stream, beziehungsweise werde ja ohnehin auch Analysen fahren, wie hier zum Beispiel heute die Analyse zum DAX. Mal kurz mal ein kleiner Outbreak. Das ist übrigens das, was ich dann auch gerade bei JFD noch ein bisschen forcieren werde. Indizes sich anzuschauen, lohnt ja durchaus. Hier wurde ja präferiert, das ist der Screenshot von heute Morgen, dass wir hier einen Ausbruch über 9.550 machen. Das sehen wir gerade. Wir sind hier 40 Punkte schon nach oben gelaufen. Und das Pattern, also ein Tool, was ich hier auch noch nutze nach der Fuji- und Vektorlogik, hat heute auch einen bullischen Tag ausgeworfen, was dem DAX hier noch deutliches Aufwärtspotenzial zur Verfügung stellt. Sie sehen hier, das Tageshoch, das heutige, wird beziffert auf 9.689 Punkte rund. Ja, dürfte in diesem Bereich liegen. Mal schauen, ob es dazu kommt. In jedem Falle, Intraday heute wieder mal ein interessantes Setup, was der DAX uns hier bescherte. Es ist natürlich wichtig, dass wir das Niveau dann halten. Gut, aber jetzt zur Charting-Plattform zurück. Hier sind die 15 Währungspaare, die ich primär im Fokus habe. Gold, wie gesagt, dazu zählt jetzt auch als Währung. Im Prinzip sind es nur 14 Währungspaare und ein Mal Gold. Das sind die Währungspaare, die ja sich abgrenzen durch die anderen aufgrund ihrer Spreads. Nehmen Sie zum Beispiel Euro, Russisch Rubel oder US-Dollar, Türkisch Lira oder mexikanischer Pesos gegen dänische Krone. Das sind Spreads, die kann man ja intraday überhaupt nicht handeln. Das sind natürlich Währungspaare, die man unter Umständen auf Wochen- oder Position-Swing-Trading-Sicht handeln könnte, aber um Gottes Willen nicht intraday. Den Spread muss man erstmal verdienen. Aber das sind Währungspaare hier, die Top 15. Da zählt sicherlich das ein oder andere auch dazu, was ich hier nicht dabei habe. Aber das ist für mich sozusagen der Querschnitt hier der Währungspaare, die sich zu beobachten lohnt im Intraday-Bereich. Und wenn ich mir das anschaue, British Pfund, US-Dollar, dann gehen wir jetzt hier zunächst immer mal auf die ungeschminkten Charts ein. Soll heißen, hier haben wir den Tageschart, da den Wochenchart, hier den Stundenchart. Auch hier ähnlich wie beim Euro-US-Dollar unschwer zu erkennen, in welchem Bewegungsphase wir hier aktuell stecken. Und wenn wir uns da mal kurz den Weekly-Chart anschauen zum Pfund, dann wird hier deutlich, dass die Marke von 1,70, die hier eigentlich den Anschein erweckte, man hat hier das Hoch von August 2008 ja überwunden, 1,7040 war es damals. Und es schien hier, als wären die Pfundbullen nicht mehr zu stoppen und es würde hier steigend aufgehen. Also wir sehen auch hier nochmal die Preisentwicklung hier zur Finanzmarktkrise. Der Ausverkauf, die Crashbewegung, einige tausend Pips rauschte das Paar hier nach unten. Dann gab es die Stabilisierung und dann haben wir eben ein neues Jahreshoch gemacht zum Ende des letzten Jahres, beziehungsweise halt im Sommer des letzten Jahres. Vor dem Hintergrund, dass, das muss man jetzt mal fundamentalerseits ja auch bedenken oder berücksichtigen, dieses neue Hoch oder diese Bewegung hier generell wurde ja auch dadurch ausgelöst, dass eben das British Empire bzw. die Bank of England vielmehr damit lockte, die Leitzinsen ja noch vor der US-Notenbank anzuheben. Ja, dann wurde hier Mitte des letzten Jahres mehr und mehr zurückgerudert. Es gab auch dann entsprechende Daten aus Großbritannien, was alles mehr oder weniger die Blaupause in Sachen früherer Zinsanhebungen wieder relativierte und mitsamt der US-Dollar-Stärke, die sich dann hier im Juli, August formierte, ja, setzte natürlich dann auch hier eine entsprechende Talfahrt beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar ein. Und wir sind hier jetzt in einem Bereich, der sich, gerade wenn wir auf Wochenbasis schauen, nicht mehr durch wesentliche Unterstützung kennzeichnet. Also es deutet viel darauf hin, und das muss man auch ganz unverblümt sagen, wenn wir uns diesen Chart jetzt betrachten, dass der Markt wohl hier die Region um 1,48, 80, das ist hier der Support, den wir im Jahr 2013 zweimal getestet haben,
dass wir hier dieses Niveau ansteuern. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Was dann hier passiert, muss beobachtet werden. Also ich denke mir, kann mir gut vorstellen, dass wir, wenn wir hier ankommen bei 1,48, 80, 1,48, 90, 1,49 rund, machen Sie das nicht auf 10 Pips fest. Wir sind ja gerade im Wochenchart. Da braucht es natürlich ein bisschen Toleranz. Ja, wenn sich so ein Währungspaar in der Woche 600, 700 Pips bewegt, dann muss man natürlich auch hier eine gewisse Toleranz unterstellen. Und letztlich hier 600, 700 Pips, um Gottes Willen, bewegt sich natürlich ein Währungspaar nicht in der Woche, aber die Schwankungsintensität ist pro Woche durchaus gegeben. Letztlich haben wir aber hier eine Zone, die geradezu einladend für eine mögliche Bodenbildung ist. Das sollte man sich mal vormerken beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar. Wir schauen mal kurz auf den Seasonal Chart zum britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar. Gehen wir am besten jetzt mal auf die nächsten 60 Tage. Also wir schauen mal auf die nächsten 60 Handelstage und blicken mal hier auf die Tendenz. Und da ist unschwer zu erkennen, okay, dem Bären wird es freuen, der Bulle wird erschreckt sein, dass wir hier ja schwache Wochen vor uns haben, die durchaus einen Test der Marke von 1,4880 zulassen. Dort angelangt, wird es interessant. Vielleicht sehen wir wie hier, und das war im Jahr 2013 wirklich eine Paradevorstellung, ein Abprall von diesem Level 1,48, jetzt müssen wir uns nochmal ein Stück rauszoomen gerade, 1,48 auch hier, ja im Jahr 2010, vorsichtig ausgedrückt, eine leichte Supportzone in diesem Bereich, aber hier im Jahr 2013 signifikant manifestiert. Und wenn es dazu kommen sollte, da hole ich jetzt mal einen Oszillator dazu, zwar den RSI. Wir wollen jetzt mal so ein Bild malen einer Situation, die sich vielleicht gestalten könnte. Gesetzt der Fall, wir sacken hier weiter zurück, bauen dann hier mehr oder weniger den überkauften Zustand ab, den überverkauften Zustand vielmehr, und sehen dann ähnlich wie im Jahr 2013 auch zu Beginn der Erholungsbewegung, um dann nochmal bis zum Sommer zurückzukommen. Wäre dies unter Umständen eine hervorragende Situation, wenn sich ähnlich wie hier im Jahr 2013 eine positive Divergenz einstellt, und auch sowas hatten wir heute im Intraday-Chart beim Euro-US-Dollar, soll heißen, Sie sehen hier die Preis-Action beim britischen Pfund-US-Dollar oder auch Cable genannt, kürzen wir es ab, RSI Low, Preis Low. Dann gab es hier im Sommer erneut einen Test dieses Tiefs vom März. Der RSI-Oszillator hat aber dies nicht mitgemacht. Das nennt man positive Divergenz. Und wenn wir das auf Wochenbasis haben, an einem Unterstützungsbereich, dann wäre dies schematisch skizziert das ideale Szenario für das laufende Handelsjahr. Sprich, wir erfahren jetzt eine weitere Schwäche. Es kommt aber nicht zu einem signifikanten Durchbruch der Marke von 1,48, 1,47. Also es wäre dann schon ein düsteres Szenario. Dann dürfte man sich rasch auf Preise hier in Richtung 1,43 einstellen. Dann wären wir hier bei den Tiefs vom Mai 2010. Sollten wir das Niveau reißen, das kann natürlich immer passieren. Ja, Fahrplan B. Wir gehen direkt weiter gen Süden. Gar keine Frage. Aber der US-Dollar-Index, der US-Dollar selbst ist schon etwas heiß gelaufen, keine Frage. Also, warum nicht? Zunächst weitere Schwäche, dann Stabilisierung und hier dann eben auch eine Ausbildung einer positiven Divergenz. Also das Gleiche, was wir wie gesagt 2013 schon mal gesehen haben. Wenn sich die Geschichte wiederholen würde, wäre das vortrefflich, um dann hier, und da spreche ich jetzt direkt auch mal die Trader an, die die mittelfristige Brille aufhaben und nicht nur Intraday unterwegs sind, um dann hier auch ja sogar einen Positionstrade zu starten. Da spricht man dann hier durchaus von einem Trade, der mehrere hundert Pips, wenn nicht sogar noch mehr, ich will gar nicht so weit gehen, aber der dann durchaus mehrere Pips im 3-4-stelligen Niveau bereithalten könnte, wenn man es denn durchhält, diesen lang genug zu halten. Also es wäre dann denkbar, dass wir hier tatsächlich so eine Bewegung sehen. Wo auch immer herrührend. Ja, man stelle sich vor, die USA wirkt ihre Zinsanhebung doch ab. Also es kommt doch nicht zu einer Zinsanhebung 2015. Die Leitzinsen bleiben unten. Dann startet möglicherweise nochmal ein Quantitative-Easing-Programm. Wenn da solche Signale aus den USA kommen würden, müsste man sich definitiv auf eine ganz scharfe US-Dollar-Korrektur einstellen. Was im Kontext dann dazu, wenn das britische Pfund stabil hält oder dann die Notenbank beispielsweise tatsächlich nochmal Zinsanhebung erwägen würde, was ich mir dann allerdings nicht vorstellen kann. Aber für den Fall, wir spekulieren mal drauf los, dann wäre so eine Bewegung hier durchaus vorstellbar. Durchaus vorstellbar. Und wir können nicht in die Zukunft sehen, wir können uns nur daran orientieren, was uns die Charts sagen. Und wenn man hier den oder das Cable betrachtet, dann ist das hier ein denkbarer Bewegungsablauf
für die nächsten Wochen, Monate. Behalten das mal im Auge. Das britische Pfund, wie gesagt, ist ja eins der Major Pairs. Und die werden wir hier bei JFD auf dem JFD Desk ohnehin auch in der Devisenbeschau immer bereithalten. Wenn wir uns mal den Stundenchart ganz kurz anschauen, ich will mal kurz die Range dann mal checken. Können ja dann auch mal die Daily Range das gerade mal angucken, anschauen. So, kurz nochmal Euro US-Dollar im Minutenchart. Wir hadern immer noch ein bisschen mit neuen Tiefs, aber es ist, wie gesagt, wahrscheinlich, dass wir hier dann doch nochmal nach unten rausbrechen werden jetzt. So. Sehr schön. Auch beim britischen Pfund brauchen wir uns jetzt nicht nochmal in den größeren Zeitebenen anschauen. Wir sehen ganz klar hier negative Rainbow-Struktur. Der Ausbruch über das Asia-High hat nicht nachhaltig funktioniert. Neues Tief gemacht. Auch hier die Struktur, tiefere Tiefs, tiefere Hochs. Im Prinzip geht es jetzt mal abzuwarten, bis, und das wäre jetzt hier so ein Setup meinerseits, bis hier eine rote Kerze auftaucht. Wenn dann hier dieser Indikator auch nach unten abdriftet, das ist auch eine Modifikation an das MACD, dann hätte man hier gute Chancen, auf einen Short Move zu setzen. Auch hier fast noch lieber wäre mir dann der Break des M15 Tiefs. Also hier, das ist die gelbe gepunktete Linie, ist das Low der letzten 15 Minuten jeweils. Die grüne Linie ist das Low der letzten Stunde. Das mal als Ergänzung. Hätten wir einen 4 Stunden Low und High, dann wäre hier eine blaue Linie noch zu sehen. Aber auch hier, wie gesagt, die Tendenz, dass wir neue, die Tagestiefs ansteuern von gestern, ist wahrscheinlich. Hartmut, für eine Short-Position W0 wäre dann der Stop-Loss. Da musst du nochmal kurz definieren. Jetzt muss ich noch kurz im Chat nochmal gucken. Die Trends haben sich ausgerechnet um den Jahresverlauf, wo so gut wie niemand handelt, oder? Irgendwie Murks. MB Trader hat auch die Frage gestellt, eben, dass die Trends sich ja um den Jahreswechsel verstärkt haben. Das ist korrekt. Die großen Händler waren sicher vom Tisch, also ansteigende Wolla kam hier definitiv durch geringfügige Liquidität zustande. Aber die Trendtendenz hat sich ja zum Ende des letzten Jahres nicht verbessert. Also das ist tatsächlich genau das, was du geschrieben hast. Die Trends wurden verstärkt und bauen sich möglicherweise weiter auf in den kommenden Wochen. Wir haben ja auch hier, das haben wir beim Euro-US-Dollar gesehen, oder sehen es jetzt auch beim britischen Pfund, rein saisonal gesehen, eine Phase fallender Notierung vor uns. Also es sieht nicht so aus, als würden wir in den nächsten Tagen hier die bullischste Umkehr der Welt erhalten. Es sieht eher so aus, als würde der Markt hier eben doch weiter nach unten wegbrechen wollen. Und beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar, wie gerade besprochen, bietet sich hier ja gute 320 Pips entfernt. Also hier im Bereich von 1,48, 80 bzw. 250 Pips roundabout, dann tatsächlich erst eine mögliche Bodenbildung an. Vorher scheint mir hier ein Long-Engagement definitiv nicht gerechtfertigt. Also die Situation hier nach wie vor angespannt. Und dies wird wohl auch so bleiben. British Pfund, wie gesagt, haben wir auf Wochenbasis gesprochen. Intraday bislang 50 Pips gelaufen. 130 im groben Schnitt. Allein gestern 172. Innerhalb der letzten 5 Handelstage 149. Also Sie sehen, die Wolla ist wieder zurückgekehrt. Das war ja auch ein großer Fallstrick im letzten Jahr. Ich ging mehrfach darauf ein, oder in dem einen oder anderen Webinar. Das hat viele Händler Schweiß und Nerven gekostet, auch mich. Die zurückgehende Wolla am Devisenmarkt bis zum Sommer, Juli hielt das ja an, August wurde es besser. Also es war dann tatsächlich so, dass ich zum Sommer dann gerade im Sinne dessen, dass die US-Dollar-Stärke förmlich emporschoss, nahm auch die Wolla weltweit wieder zu an den FX-Märkten. Eine ideale Voraussetzung. Wir wollen hoffen, dass es so bleibt, dass wir hier im Schnitt um die 100 Pips, 130 brauchst nicht mal. Doch je mehr Wolla wir haben, desto mehr können wir natürlich intraday agieren. Ja, ohne Bewegung, ohne Wolla. Das ist ja praktisch wie das Salz in der Suppe. Ohne das können wir nicht arbeiten. Haben wir keine Wolla, können wir nicht traden. Haben wir keine Bewegungsintensitäten, dann können wir auch, gerade ich als Trendfolger, kann dann hier keine schönen Bewegungsmoves aussuchen, mitnehmen und eben handeln. Also Volatilität ist der Grundstein eines Traders. Ohne Wolla gibt es hier gar nichts. Und ich bin guter Dinge, dass das im Jahr 2024
15 so bleiben wird. Also British Pfund wäre auch im Prinzip beurteilt hier für den Intraday-affinen, wenn wir hier das Low brechen der Kerze von 10 Uhr, 11:55 Uhr. Gehen wir mal kurz drauf, das ist 1:51:24. Hier unten der MACD dreht schon rot ein. Wenn jetzt hier ein neues Low gemacht wird, wäre hier durchaus ein Verkauf legitim. Stopp für den konservativeren Trader hier über dem letzten 15 Minuten hoch. Auch hier schön zu sehen, das machen wir jetzt mal kurz mit einem Pfeil fest. Das ist ja winzig der Pfeil, so mal ein bisschen. Na. Upa, upa. Wo ist die Größe hier? Sei es drum. So. Sehen wir hier sehr schön dieses Doppeltop hier, dieses kleine. Also der konservative Short-Trader würde hier oben den Stopp platzieren. Wäre hier im Bereich 1:51:45, 1:51:44. Und der aggressivere Trader dürfte dann hier, Sie sehen auch diesen kleinen lila Punkt, spätestens hier 1:51:40, also noch ein Stück weit tiefer, sollte der Stopp platziert sein für den aggressiveren Trader. Also Sie erkaufen sich praktisch hier knapp 5 Pips mehr Risiko im Sinne dessen, dass sie ausgestoppt werden könnten, aber haben natürlich da auch ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis. Wenngleich, wir sind 50 Pips gelaufen, haben hier knapp 80 Pips noch vor uns, also 50 nach unten und nochmal die 30 drauf, um hier die durchschnittliche Daily Range zu erreichen. Und das dürfte natürlich dazu führen, dass wir das gestrige Tief unterbrechen. Das ist ähnlich wie dem Euro-US-Dollar, der sich hier aktuell auch schwer tut. Gehen wir nochmal hier auf den Euro-US-Dollar, hier das gestrige Tief zu unterbrechen. Auch hier neue Tiefs, ja, aber ohne Dynamik. Wir sind hier noch nicht signifikant unter das gestrige Tief gefallen. Aber es deutet sich nach aktueller Einschätzung Trendfolgen an. Mal beobachten, wie das heute noch weitergeht. Das sind, wie gesagt, Situationen, die wir dann gerne auf dem JFD-Desk weiter begutachten werden und auch kommentieren werden, um hier eben auch die Marktnähe natürlich zu präsentieren. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn Sie dann hier beim Desk vorbeischauen und auch natürlich hier weitere Webinare nutzen. Heute Abend 20:30 Uhr steht nochmal ein Webinar über Indizes an. Werden wir uns DAX, Dow Jones, S&P und dergleichen anschauen. Also ein Bild auf die weltweiten Indizes werfen, um dann morgen wieder klassisch FX durchzustarten. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn Sie beim Desk uns folgen. Das Prinzip des JFD Desk ist ähnlich des meinigen, dass man praktisch hier dem Stream folgen kann. Ja, das ist natürlich dann so zweckmäßig, dass Sie dann hier auf dieser Seite immer Informationen kriegen, wenn der ein oder andere Stream-User, sprich Sie haben mehrere Streams abonniert und dann gibt es einen Beitrag, dann sehen Sie hier immer die Informationen und können dann ganz schnell zu der aktuellen Information rübergleiten. Jetzt habe ich das ein oder andere Währungspaar nicht geschafft. Ich entschuldige mich an dieser Stelle. US-Dollar-Cut will ich dennoch trotzdem mal auf die Agenda führen. Den sehen wir hier. Da lade ich am besten auch mal für den, der jetzt neu dabei ist. Aber ich sage, wir machen es mal so. Wir sehen hier den großen Chart. Zeige ich mal hier das, was ich in der letzten Zeit immer wieder dargestellt habe als klassische Untertassenformation. Und genau das haben wir im Prinzip beim US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar. Jetzt nicht groß weiter ausgewertet, aber hier das Big Picture weist ganz klar darauf hin, dass der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar noch nicht am Ende seiner Reise ist, dass wir vielmehr gute Chancen haben, die 1,20 zu touchieren. Die leitet sich hier mal symbolisch gesprochen vom Bewegungstief hoch dieser Zone und diesem Ausbruch, der hier erfolgte, nach oben hinab. Jetzt muss ich mal sehen, der Ausbruch war hier, genau. Es gab also hier diesen Widerstandsbereich um 1,06, 1,05 Ausbruch. Hier gab es auch diesen kleinen Pullback, die ideale Kaufchance. Und seitdem im Sinne der US-Dollar-Stärke, welche sich natürlich hier auch beim US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar darstellt, schoss das Währungspaar nach oben. Wenn wir jetzt eine
mittelfristige Konsolidierung beim US-Dollar sehen, dann würde das natürlich hier beim US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar dazu führen, dass wir hier sicherlich hier die Wochentiefs der letzten Zeit ansteuern, also hier die Dezember-Tiefs. Vielmehr erscheint mir aber noch das Level, und da ziehen wir direkt mal einen Horizontalbalken rein, dieses Level hier interessant. Also am besten machen wir da gleich mal eine Zone draus. So, das wäre hier ein interessanter Bereich, US-Dollar, kanadisch Dollar, um zu kaufen, wenn es zu einer größeren Konsolidierung kommt, die ich nicht ausschließen will. Also um 1,20 Round Number mit einer möglichen US-Dollar-Schwäche, warum nicht hier dann mal eine größere Konsolidierung, um dann weiter durchzustarten. Ein durchaus denkbares Szenario für das laufende Handelsjahr. Und insofern mal interessant zu beobachten, ob uns der Loonie, wie er auch heißt, oder US-Dollar gegenüber Kanadisch-Dollar, tatsächlich eine Chance bietet, hier unter Umständen mittelfristigen Trade einzugehen. Uns, ihn wie mir, sind natürlich alles keine Trade-Empfehlungen, sondern nur Ideen, Informationen, wie man den Markt auswerten kann. Gut, meine lieben Zuschauer, jetzt bedanke ich mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Bei offenen Fragen, der Indikator sehe ich gerade, der mit den gepunkteten Linien, das ist der Resistance and Support Indikator, also Unterstützungs- und Widerstandsindikator. Den Saisonalitätsindikator, wir hoffen auch alsbald, Alberto, dass wir den bei Godmode integriert haben können. Ansonsten ist das ein kostenpflichtiges Tool. Wenn da Interesse besteht, den JFD Kundenservice einfach mal anschreiben. Und dann werde ich Ihnen da sicherlich eine rasche Auskunft geben können. Ich sage danke an dieser Stelle. Ich hoffe, Ihnen das erste Devisenradar-Webinar des Jahres 2015 hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mögen, wie gesagt, jede Woche wieder 11:30 Uhr. Ansonsten auch immer mal auf die JFD-Website schauen und insbesondere auf den bald neuen startenden Desk, wann neue Events anstehen. Da werden wir Sie auf dem Laufenden halten. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie so zahlreich eingeschaltet haben. Wünsche Ihnen jetzt noch einen restlichen Mittwoch, der Ihnen hoffentlich Erfolg schenkt in Sachen Trading und auch noch eine entspannte Abschlusswoche. Wir hören uns eventuell heute Abend wieder oder aber in der kommenden Woche, wenn Sie mögen. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer.